Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Ghostwire Tokyo. Ja, nachdem wir beim letzten Mal noch ein paar Seelen gesammelt haben und nochmal auf den. Okay. Auf dem zum anderen Tori hoch sind. Das ist das Center. Ja, du Katze. Das ist auch so komisch immer. Wenn die Katze im Hintergrund rumjault oder versucht zu singen. Haben wir dann noch was fertig gemacht? Nochmal ein paar Seen eingesammelt und ja. Und versucht auf die andere Seite zum Schwimmbad hochzukommen, aber was nicht funktioniert. Sehr lustig. Ach, guck mal. Eine Katze. Zwei Katzen sogar. Wo seid ihr Menschen überhaupt alle hin? Ach, guck mal, die oben lässt sich streicheln. Miau. Bei all der Aufregung finde ich nur etwas, was Ruhe, wenn ich Futter habe. Oh, Futter für die Katzen? Wo kriegt man das denn her? Oder kriegt man überhaupt Futter für die Katzen? Okay. Was ist das denn? Netsuke eines Rikishi. Ein Accessoire in Form eines Sumo-Ringers. Okay. Ja. Auch nicht schlecht. Okay, einmal was gucken. Haben wir hier noch irgendjemand? Ne. Eins. Erstmal wieder aufladen. So, wo lang? Da lang war das. Da unten schweben noch welche lang. Da oben. Hallo. Erstmal streicheln. Ja, braver Hund. Ja. Rein, Kumpel. Zum Glück kann man das halt auch abbrechen. Oder überspringen, ja gesagt. Wäre sonst katastrophal. Du bist ja ein echter Tierfreund. Findest du? Ich mach doch gar nichts Besonderes. So. Ah, das Nebel, okay. Auch nur das kleine Stück, ne? Wir haben einen neuen Laden aufgedeckt. Da haben wir noch mehr Geld. Und noch einen Hund. Hallo. Na. Ja. So. Und nochmal Futter geben. Hau rein, Kumpel. Geht aber auch langsam zugrunde. Hallo. Oh. Cool, danke. Das machen die Hunde also auch. Cool. Bist du jetzt religiös geworden? Ja. In diesen Zeiten? Klar. Ich wollte noch was gucken gehen. Wo sind die denn? Waren die eben schon da?
Bin ich mir dran vorbeigelaufen oder was? Hau rein, Kumpel. Es geht halt wirklich zweimal hintereinander, kann das sein? Scheinbar ja. Danke. Nochmal? Nee. Wie oft geht das? Wo bin ich? Bin immer. Achso, okay. Diesmal nicht mehr. Ich bin nochmal zum anderen Hund. Er ist wieder zurückgegangen. Hallo. Hau rein, Kumpel. Gehen die maximal zweimal? Wenn ja, dann habe ich das nicht oft genug gemacht. Ups. Okay. Vor allem auf dem Asphalt, wo er rumwühlt. Jetzt geht nur streicheln. Mach ich auch nochmal. Die Spiegelung in den Augen, ey. Das ist kein Streichelzoo. Aber sieh mal, wie süß. Süß am Arsch. Das ist kein Streichelzoo, auch cool. Hallo. Was hattest du noch? 100 Futter, okay. Und sonst haben wir noch genug Essen. Ich muss da lang. Achso, genau. Achso, das hatte ich schon, alles klar. Das zeigt dir jetzt gerade an, deswegen. Ich hab mich gerade schon gewundert. Oh, hi. Ob es hier wohl was Gutes gibt? Achso. Kauf ich nochmal. Zack. Und du, was hast du für uns? Ich hasse es beim Einkauf. Ja, sei doch ruhig. Bubble Tea. Okay. So. Ja, da komme ich nicht hin. Hopp. Senku Kusaka. Da sind Geister, da ist ein Hund. Da ist noch jemand. Ach, nee, ich wollte gerade sagen, es ist schon wieder Nebel. Ja doch. Wann hattet ihr denn Zeit, diesen Geisttransmitter zusammenzubasteln? Bevor das alles passiert ist. Wir wollten vorbereitet sein, wie sie. Sei vorsichtig! Jo. Hallo, na? War ich nicht. War hier nicht eben noch eine Katze? Völlig verjagt wieder, ne? Durchs Angreifen. Das ist eine Telefonzelle mitten im Nebel, okay. Na dann. Ja. Kläff, kläff. Wir sind da. So, und wo ist der Eingang? Gucken wir gleich mal. Da gucken wir gleich mal. Erstmal. Was ich immer machen wollte, ist einmal hier reingucken. Geht das? Nö. Über irgendwo ein Hund. Da ist er. Hallo. Bleib nicht im Nebel. Er bringt dich um. Stand ich im Nebel? Ich stand doch nicht im Nebel. Hau rein, Kumpel. Keine Ahnung, was das sollte. Oder bin ich doch im Nebel?
Vielleicht ein bisschen eben. Danke. Nochmal. Nee, diesmal nicht. Okay. Was haben wir hier? Okay. Aber nichts, was wir uns nehmen können. Alles klar. Wahrsagerei. Hände lesen, ne? Zack. Der Hund. Einmal. War eine Telefonzelle da? Da unten. Eben weggegangen, jetzt wieder hin. Okay. Gut, dass ich das gemacht habe, weil da unten liegt was. Hören wir uns gleich an. Okay, fast ein neues Level. Eine wahrhaftige Leichenschmaus. Eine Aufzeichnung von Ed, in der er über Geisternahrung spricht. Okay. Hier ist Ed. Ich habe eine Frage an dich, rein aus Neugier. Wie schmeckt Geisternahrung? Hat sie überhaupt einen Geschmack? Meinen Recherchen zufolge ist sie nur eine spezielle Form von kristallisiertem Äther, die verspeist werden und, wie ihr wisst, verschiedene Effekte hervorrufen kann. Außerdem ist sie gut transportabel, ideal für ein Picknick. Die große Frage ist, warum sie überhaupt existiert. Ich kann nur spekulieren, aber kristallisierter Äther ist Energie, eine Spiegelung der Materie in unserer Dimension. Dementsprechend wäre Geisternahrung eine Spiegelung von unserem Essen. Vielleicht gibt es in der Unterwelt eine Spiegelung von den Soba-Ständen, die du so liebst. Das ist keine Kritik. Soba ist echt gesund. Okay. Das war das, was wir gerade gefunden hatten. Das ist das. Bubble Tea. Was? Bubble Tea erfreut sich in Japan stets größer Beliebtheit, die 2018 einen neuen Höhepunkt erreichte, als in Japanisch ein neues Verb für den Verzehr von Getränken aus Tapioca-Basis erfunden wurde. Tapiru. Okay. Itan Momen. Yokai, die einen großen weißen Tuch ähneln und im Süden Japans gesichtet worden sein sollen. Das Itan im Namen bezieht sich auf eine Maßeinheit, die in der japanischen Textilindustrie benutzt wird, und die Stofflänge bezeichnet, die man für einen einzigen Kimono benötigt. Ups. Itan Momen erscheinen nach Sonnenuntergang und greifen Menschen an, indem sie sich um ihren Kopf wickeln, ihnen so die Augen verbinden und sie schließlich ersticken. Personen, die den Angriff eines Itan Momen überlebt haben, berichten, dass das Yokai plötzlich verschwindet, wenn es von einer Klinge geschnitten wird und sein Blut an der Haut des Opfers zurücklässt. In Regionen, in denen angeblich Itan Momen gesichtet wurden, warnten Eltern ihre Kinder davor, abends zu lange draußen zu bleiben, sonst können sie von einem Itan Momen geschnappt werden. Ein Beweis dafür, welche furchterregenden Ruf sie haben. Okay. Interessant. Interessant. Vorne müssen wir sicher mal machen, ist. Sicher. Speichere ich da. Kann ich noch gespeichert. Na klar. Jetzt labert er wieder. Ich habe euch den Weg bereitet. Benko ist in der Nähe. Durchbricht einst unerschütterliche Mauern und hilft der Welt, sich neu zu erfinden. Seht, diese große Säule des Lichts
bildet das Fundament einer neuen Welt. Ihr wandernden Seelen, kommt alle zu mir. Dies ist ein freudiges Ende und gleichzeitig ein wundersamer Mann. Keine Chance, sie geht nicht auf. Ich gebe dir einen Tipp. Einbrecher steigen meist weiter oben ein. Dann nach oben. Gut. Kommen wir denn am besten hoch? Ich würde sagen, von hier aus. Dann holen wir uns das gleich nochmal. Wenn wir schon hier oben sind. Und weiter oben, sagst du? Hast wieder runtergefallen. Okay, haben wir hier irgendwas? Okay. Wo kommt der denn jetzt hier? Hi. Weiter oben? Ich weiß nicht, von ganz oben oder von da? Ups. Cool, runtergefallen. Vielleicht von hier? Oder auch nicht? Ich glaube, hier hätten wir hochlaufen können, oder? Ja. Da müssen noch mehr von ihnen sein. Hätten wir ja. Das ist eine Telefonzelle. Was haben wir hier? Ich schaue einfach nochmal nach. Gar nichts. Können wir hier wahrscheinlich auch hier gleich wieder hochziehen. Den gucke ich hier nochmal. Genau. Wenn man hier nicht irgendwo doch noch hochkommt, reinkommt. Von hier aus. Einfach überall gucken. Und alles mitnehmen. Natürlich nicht ziemlich hoch und hier kann man so hoch. Da wird ein Eingang angezeigt. Da schon mal nicht. Klettern wir wieder hoch. Hier sollten wir reinkommen. Klar. Aber, wo ich das mache, gehen von hier. Ja. Mal von hier, ne? So. Okay. Ich glaube, hier hätten wir auch so lang gekommen, ne? Ja, komm schon! Voll ausgelöscht gleich. Sind die nicht meistens zu dritt? Was ist das da hinten? Wir müssen weiter. Achso. Das ist für uns. Ich weiß, dass wir weiter müssen. Brauchst du mir doch nicht sagen. Zack. Okay. Oh, da liegt noch was rum. Nehmen wir gleich mit. Ah, alles voll. Daneben nicht. So. Ich hab Ringo ja nur... muss hier irgendwo sein. Geh einfach weiter nach unten. Ich hab trotzdem ein ungutes Gefühl hier drin. Irgendwie. Sind hier nur Seelen? Scheint das Büro einer Lokalzeitung zu sein. Scheint so. So, erstmal mitnehmen.
Erstmal hier ein bisschen umgucken. Alles voll. So. Wie gesagt, ich habe hier echt ein ungutes Gefühl. Recherchenotiz. Auf meine Fragen bezüglich der Menschen, die in Shibuya seit kurzem spurlos verschwinden, teilt mir der Leiter der Ermittlungseinheit 1 nur mit, der Fall werde untersucht. Als ich nachhakte und die Kleidung erwähnte, die in den Fällen an Torte gefunden wurde, war der Ermittlungsleiter definitiv erschüttert. Das schien mir äußerst verdächtig. Als ich am nächsten Tag wieder vorbeikam, sprach ein Ermittler mit mir. Er war unhöflich, unflätig und stur. Er korrigierte mich ständig, wenn ich das Wort verschwinden benutzte und bestand darauf, dass wir es mit einfachen vermissten Fällen zu tun hätten. Ah, da haben wir uns kennengelernt. Und dann habt ihr euch angefreundet? Naja, ich besaß die Gabe. Das war der Grund. Genau wie du und Mari, schätze ich mal. Deshalb seid ihr beide mit reingezogen worden. Okay. Noch mehr Informationen also, die wir hier jetzt kriegen. Okay, ich habe mich schon gewundert. Warte mal, von hier aus sind wir gekommen, ne? Ja. Und sind also noch mehr. Was haben wir hier? Geld. Erstmal über reingucken, ob da irgendwas drin ist. Hier ist auch nichts mehr, nö. Oh, hier noch irgendwas? Ah, noch eine Treppe runter. Geht der Fahrstuhl nicht? Oder wie? Ein Fahrstuhl. Scheint defekt zu sein. Nächstes Mal gucke ich gleich. Okay. Die können wir nutzen. Alles voll. Ne, da kommen wir nicht durch. Ich habe halt echt ein ungutes Gefühl hier drin. Aha. Was ist los? Ist es kaputt? Vielleicht kann man es irgendwie trotzdem öffnen. Da. Ich frage mich, wohin das Kabel führt. Okay, wir kommen da nicht durch. Memo, Rolltore. Das Sicherheitsbüro im dritten Stock war nicht in der Lage, den Grund für die Funktionsstörung der Rolltore zu finden. Falls das Problem wieder auftritt, benutzen Sie fürs Erste die Steuerkonsole zum Öffnen der Tore. Hier muss es sein. Okay. Dann müssen wir erstmal hier lang, alles klar. Okay, da sind noch mehr Leitungen, ne, zum Öffnen. Das nehme ich noch als. Hier ist auch alles dicht. Immer dem Kabel nach. Irgendwo ist eine Steuerkonsole. Sehr gut. Sicherheitsbericht. Ich beobachte hier immer wieder seltsame Dinge, aber nur an Tagen, an denen im zweiten Stock Bauarbeiten stattfinden. Mittlerweile streikt hier auch manchmal die Ausrüstung. Ich denke, das Problem muss irgendwie mit den Bauarbeiten zusammenhängen. Okay. Das ist auch nicht umsonst, dass du so viel aufladen kannst. Da müssen wir rein. Erstmal gucke ich hier. Da haben wir noch mehr. Verschwundene von Marunouchi. Ein von KK verfasster Bericht über eine verschwundene Büroangestellte. Er wird dir zusätzlich Fertigkeitspunkte für Geisteskräfte gewähren. Okay, 20. Ups. Begabte. Menschen, die auf das fünfte Element der Lehren reagieren, besitzen die Gabe. Diese Personen können Äther in ihren Körper absorbieren und erhalten so eine Vielfalt an scheinbar übernatürlichen Kräften.
Zum Beispiel die Fähigkeit, mit Geistern zu sprechen. Eine wenig erfreuliche Nebenwirkung ist jedoch, dass ihr auch Dinge sehen könnt, die für normale Menschen unsichtbar sind. Für manche eine qualvolle Last. Habe ich gelesen. So, 20. Wir gehen jetzt zusätzlich B. Erhöht die Dauer der gegnerischen Kernefreilegung 2,5%. Was ist das? Was hatten wir hier? Erzeugt Ether, wenn Gegner mit Schlagangriffen getroffen werden. Das war das. Erzeugt Ether, wenn Blockangriff. Genau. Angriffe mit Feuerweben durchschlagen Gegner. Das war auch was. Oder aufgeladen Angrifftempo. Können wir auch sonst nochmal erhöhen. Wäre halt auch ganz gut. Okay. Ah, wenn man direkt am Rand ist, kann man direkt so springen. Okay. Vergrößert den Wirkungsbereich von aufgeladenen. Angriffe mit Feuerweben durchschlagen mehrere Gegner sowie Gegenstände wie Schirme oder Schilde. Okay. Und das sind 6 Meter. Erhöht die Angriffstempo von Angriffen mit Windweben um 15%. Mir wäre lieber, wenn wir die Dinge erstmal verbessern. Ich mache das erstmal auf 6 Meter. Okay. Wow, als könnte ich es mit der ganzen Welt aufnehmen. Okay. Ist hier noch irgendwas zum Anklicken? Ne? Da drüben ist eine Steuerkonsole. Habe ich schon gesehen. Dann haben wir noch welche. Wo ist denn das Ding? Lass mal gucken. Von hier aus sehe ich das nicht. Was für eine eigenartige Wand. Da ist eine Tür. Der Mond so groß. Okay. Wir gucken gleich mal. Wand. Wichtige Notiz. E-Mail-Passwort. Anmelde-URL. Okay. Passwort für Auto. Guck erstmal, was wir hier haben. Was macht dieses Wesen da? Das ist ein Yokai. Warum war die ganze Zeit schon hier? Das könnte ich gebrauchen. Jetzt haben wir 3, okay. Was haben wir denn? Was soll denn hier sein? Gar nichts. Aber wahrscheinlich können wir so an den Kern ran. Okay. Wie sind die hier reingekommen? Wow. Okay. Zack. Rick. Du auch. Hey, gar nicht übel. Da war noch jemand. Chef.
Der Dicke, natürlich. Haut. Du wirfst mir doch nicht etwa weg, oder? Nein. Hatte ich nicht vor. Ich sollte eigentlich blocken lernen, ne? Machen wir das aber so. Puh, das war aufregend. Und nervig. Meine Güte. Einige Sachen sind viel zu schnell leer. Und ich muss mal besser angreifen. Und nicht so komisch. Aber war ja eigentlich schon wieder klar, dass hier welche auftauchen mussten. Nebel. Mein Boots. Okay. Gut, ich habe das Tor sich öffnen hören. Renko ist eine Etage unter uns. Auf nach unten. Glaubst du wirklich, dass dieser Nebel absichtlich erzeugt wird? Daran hat Renko schon geforscht, bevor ich sie kannte. Wenn jemand Bescheid weiß, dann sie. Okay. Ist hier noch irgendwo, wo wir durch können? Schauen noch einmal ganz kurz. Ach, da geht's auch noch lang, okay. Zu wissen. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. So. Oh. Was zur Hölle ist das? Raiwa-Tafel. Eine gerahmte Kalligrafie der beiden Kanji-Zeichen für Raiwa, der Ära im japanischen Kalender, die 2019 begann. Okay. Aber ist was für die Katze. Das ist gar nichts. Oh, das ist was für die Katze. Dieses Herzklopfen hier mal. Okay, was war das jetzt? Rumgeflackert. Aber ich würde sagen, bevor wir weiter runtergehen, werde ich hier erstmal die Aufnahme beenden und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Ghostwire Tokyo und dann suchen wir weiter nach Ringo. Bis dann und ciao, ciao.